Moinsens, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. So, wir gehen jetzt hier sofort in den Raum rein. Und hier haben wir das Steinrätsel. Das ist eigentlich leicht. Ich glaube, das ging so. Ja. Jo, so geht's. Hier kriegen wir jetzt auch Erdbeben. Ja. Das bringe ich meinem. Ich meine, ich kann es mir sowieso nicht mehr hochtauschen auf irgendein Spiel. Erdbeben. Ja. Sapphix kennt die Attacke hier schon. Und Mundtiel entsetzt. Und bevor wir in die Liga gehen, oder bevor ich da reingehe, gehe ich noch ein bisschen Mund hier trainieren. Das ist was, das. Und noch ein Schritt. Bleib sofort stehen. Nur was hast du die ganze Zeit? Schau nur. Schau, wie schön die Schleifen, die das Ding gestaltet, bla. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Es überraschte mich, dass du es geschafft hast, uns zu folgen. Aber das ist alles nur eine Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Sagst du? Eieiei. Ja, sagt er. Eine Pokémon Level 41. Wir sind 11 Level drüber und machen jetzt erstmal ein Ding. So. Zauberwasser, ich muss das mal wieder auf Pudersand wechseln. Oh. Ich hoffe, da ist jetzt gerade nichts passiert bei euch. Super. Na, sehe ich danach, wenn ich die Folge aufgenommen habe. Ich werde es aber nicht nochmal aufnehmen können, da ich nicht gespeichert habe. Super dran. Ist der Flügel da verglitscht? Ja, der ist verglitscht. Jetzt kommt das Tor. Heido! Was ist denn jetzt? Was? Da haben wir ihn auch schon. Nee, ich habe wieder verloren. 3440. Ich empfehle, ich muss sagen, du bist wirklich sehr talentiert. Aber dies hier ist mein Besitz. Die Rolle wird bekannt. Wieso kann ich die Rolle beginnen, plötzlich von innen heraus zu leuchten? Was? Ich habe doch nie. Warum? Wo ist Kyoko geblieben? Hm. Dies ist eine Nachricht von unseren Mitgliedern draußen. Ja, was ist denn los? Hm. Es regnet so heftig. Gut, genau darum. Deshalb haben wir Kyoko erweckt, um Team Aquas Vision von der Erweiterung des Meeres zu realisieren. Was? Es regnet stärker, als wir vorausgesagt haben? Wir sind in Gefahr? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Bleib, wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Die rote Kugel sollte Kyoko aufwecken und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Kyoko verschwunden? Warum? Was hast du nachher aufgeschwunden? Du hast Kyoko aufgeweckt, stimmt's? Adrian, du hast Kyoko aufgeweckt, stimmt's?
Was wird nun aus der Welt, wenn es in aller Ewigkeiten regnen wird? Der Sand wird untergehen und Meer verschwinden. Was sagst du da? Die rote Kugel sollte mir Kontrolle über Kaioko verschaffen. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Geh nach draußen und zieh dich das selber an. Sieh, ob das, was du heraufgeschworen hast, das ist, was du wolltest. Der Taxo, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Was ist passiert? Was für ein furchterregendes Szenario. Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Der ich wollte doch nur. Ich wollte doch nur. Begreifst du es, Adrian? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Towns? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Metaxo? Wir, Team Aqua, verfolgen Team Aqua schon lange, weil wir dies verhindern wollten. Du warst uns eine große Hilfe. Aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert. Für ein Kind wie dich ist die Sache viel zu weit gegangen. Überlass die Sachen und lauf weg, solange es noch geht. Das ist ja unglaublich. Das ist ein super aktives Pokémon. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. Feigling. Ja klar, den Point will ich auch haben zum Hinfliegen. Taxo, was geht hier vor? Das ist schrecklich. Was? Das nicht auch. Wenn das nicht aufhört, wird ganz Höhen. Nein, die ganze Welt wird untergehen. Wortwörtlich. Diese riesige Regenwolke kommt aus Richtung Cineroville. Was? Was um Himmels Willen geht dort vor? Es bleibt keine Zeit für Spekulationen. In Cineroville erfahren wir der Taxo. Ich weiß nicht, was du forschst, aber tu nichts Unüberlegtes, okay? Ich gehe nach Cineroville. Hör doch noch mit einmal auch, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir hier hoch. Nein, müssen wir nicht, weil der nämlich ein Trainer ist, deswegen laufen wir da anders. Das haben sie richtig geil gemacht. Wenn es jetzt noch ein 3D oder so ist, das wäre richtig geil. So. So, hier wieder auftauchen. Jo. Aus, als ob ich auf nichts drauf sitze und zu fahren. Ja. In der Rubin sieht es ja scheiße aus, das alles viel zu weiß und viel zu hell und au. Hey, Taxo, du bist auch hier bei diesem schrecklichen Regen? Oh ja, da kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt. Mein Name ist Vasili, ich bin der hiesige Arenaleiter. Ich bin ja auch damit beauftragt, die Urteilkönig zu schützen. Die Regenschauer werden durch eine Kraft in der Höhle verursacht. Das ist die blaue Kugel. Ich verstehe. Folge mir. Diese Regen. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Aber warum verursacht dieser Regen so viele Probleme? Immer mehr Regenwolken werden über Xenobillen und sich über die ganze Höhlenregion ausbreiten. Ist doch cool. Die Urzeithöhle ist dort drüben. Niemand in Cineroville ist es erlaubt, die Urzeithöhle zu drehen. Aber du musst reingehen und zusammen mit der Blauen Kugel, du musst gehen. Egal, was dich in der Höhle erwartet. Sagst du, ich hätte nie vermutet, dass die Blaue Kugel bei dir hast. Dir wird nichts passieren, klar? Davon bin ich überzeugt. Seid ihr euch da sicher? Soll ich da wirklich reingehen? Muss ich da reingehen? Komm schon. Kann ich dir nicht die blaue Kugel geben, dass du reingehst? Du hast doch mit der großen Stahl und das Panzerieren und die ganze Scheiße da. Warum kannst du da nicht reingehen? Komm schon, ich bin doch viel zu schwach. Und du? Du kannst da auch reingehen. Du hast doch genug. Ihr habt doch genug Pokémon. Warum ich? Warum muss ich das machen? Ich würde sagen, ich gehe nochmal einkaufen. Ja, jetzt wirkt der Schutz nicht mehr. Das soll ich erreichen. So, diesen Part machen wir nämlich jetzt früher Schluss, und zwar nämlich hier. Also bis dann, Leute. Ciao.